Und so atme nun das Licht der Liebe ein und spüre, wie diese Liebe dein Herz berührt, wie sie deinen ganzen Körper und deine Seele berührt. Und wenn es dir möglich ist, dann dehne dich mit diesem Licht aus und komme in deine Mitte. Je mehr du dieses Licht der Liebe fühlst, umso mehr wirst du in deine Mitte kommen und umso leichter wirst du gleich die folgenden Energien aufnehmen. Fühle, wie das Licht der Liebe durch dich fließt und fühle, wie deine Seele sich dabei ausdehnt und dich zu tragen beginnt. Es wird dir ganz leicht und du spürst, dass dich deine Seele zu einem großen Baum trägt. Es ist der Lebensbaum deiner Vorfahren. Und du spürst vielleicht schon, wie die Energie zunimmt und wie dich dieser Baum förmlich anzieht. Denn auch du gehörst hierher. Es ist der Baum, der Stammbaum deiner Familie und deiner Ahnen. Dieser Baum trägt die Stärke deiner Familie, die Stärke von dir selbst. Und es ist der Baum, der dir helfen wird, alle Veränderungen zu überleben, die auf dich zukommen werden. Alle Veränderungen in Leichtigkeit zu durchgehen, zu durchschreiten, denn er wird dir Stärke geben und er wird dich mit deinen Vorfahren verbinden. Die Wurzeln dieses Baumes, sie reichen tief in den Boden hinein und verbinden dich mit der Erde und mit all ihrer Weisheit. Spüre die Energie des Baumes, spüre Mutter Erde und ihre Weisheit. Die Äste des Baumes reichen hoch in den Himmel und verbinden dich mit dem Universum und all seinen Geheimnissen. Spüre ein wenig hinein in die Äste des Baumes und in das Universum. Und spüre, wie die Kraft des Baumes dich nun berührt. Betrachte dir diesen Baum ganz genau. Atme dabei tief ein. Und spüre, wie diese Kraft nun durch dich hindurchfließt. Spüre, wie du mit dem Baum verschmilzt und wie du mit etwas verbunden bist, das viel größer ist als du selbst. Denn du bist mit der Weisheit der Jahrhunderte verbunden, mit der Weisheit deiner Vorfahren. Du bist mit einer Kraft verbunden, die dir helfen kann, alles zu überleben, was auf dich zukommt.
Lass diesen Baum in diesen Zeiten des Wandels dein Anker sein. Er wird dir die Kraft geben, deinen Weg zu gehen und dich weiterzuentwickeln. Und nun hast du Gelegenheit, einen Kontakt zu deinen Vorfahren aufzunehmen. Es kann sein, dass es jemand ist, den du bereits kennst, oder jemand, den du noch nie getroffen hast. Es kann ein direkter Vorfahre sein oder jemand aus einer früheren Generation. Diese Person kommt nun auf dich zu und sie legt ihre Hände auf deine Schultern. Du spürst, wie dich die Liebe dieser Person durchfließt und wie du dich mit ihr von Herz zu Herz verbindest. Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Verbindung so intensiv wie möglich zu spüren. Und höre oder fühle, was sie nun zu dir sagt. Welche Bilder dir erscheinen, welche Gefühle du bekommst. Alles, was sich zeigt, ist wichtig und gehört zu dir. Vielleicht hat diese Person eine bestimmte Weisheit für dich, die dir in diesen Zeiten des Wandels helfen kann. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du alle Informationen bekommen kannst. Sobald du die Botschaft erhalten hast, bedanke dich und lass ganz viel Liebe zu dieser Person fließen. Sie wird sich jetzt von dir verabschieden und zum Baum deiner Vorfahren zurückkehren. Und für dich ist es an der Zeit, dass du in dein eigenes Leben zurückkehrst. Und so verabschiede dich auch
von dem Baum und lass dich von deiner Seele in dein Hier und Jetzt hineinbringen. Voller Weisheit, voller neuer Erkenntnisse ist nun dein Herz. Du wurdest reich beschenkt. Und dann nach einer Weile bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei ganz wieder hier. Es war eine wundervolle Reise und auch ich habe neue Dinge erfahren und ich bin so dankbar dafür, dass dies heute geschehen durfte. Und ich weiß, dass uns dieser Baum, jedem Einzelnen von euch, ganz viel Hilfe geben wird, denn ihr könnt wirklich jederzeit wieder dorthin gehen und ihr werdet immer wieder einen neuen Rat bekommen, wenn ihr denn eine Frage stellt. Und so wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann!